Hier in Melbourne ist heute Renntag und wir könnten einen geschichtsträchtigen Grand Prix von Australien erleben. Wir sind beim heutigen Rennen auf dem Albert Park Circuit nur einen Katzensprung von der Port Phillip Bay entfernt. Die Oberfläche ist hügelig und die 16 Kurven könnten vor allem bei Regen ernsthafte Herausforderungen darstellen. Es würde mich nicht wundern, wenn wir heute noch ein Safety Car auf der Strecke sehen. Und wie immer sitzt heute Stefan Römer neben mir in der Kommentatorenkabine. Erklär doch mal ganz kurz, was genau die Fahrer tun werden, um das Gerangel bei Kurve 1 zu überstehen. Naja, Heiko, man muss mit dem Gaspedal schon etwas aufpassen. Man muss diszipliniert bleiben und darf nicht versuchen, das Rennen schon in der ersten Runde zu gewinnen. Manchmal muss man auch den Fuß vom Gas nehmen, um den Abstand zu den anderen zu vergrößern. Es zahlt sich zwar manchmal aus, im Pulk als Letzter zu bremsen, aber es ist auch ein leichter Weg, seinen Frontflügel zu verlieren. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Charles Leclerc startet aus der Pole Position. Und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Bottas, Norris, Max Verstappen und Gasly, Franks, Perez, Tsunoda und Esteban Ocon, Sainz, Raikkonen, Guan Yu Zhou und Stroll, Aitken, Latifi, Antonio Giovinazzi und Callum Island, Russell und Mick Schumacher. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Es war ohne Frage ein unglaubliches Jahr für die Formel 1. Die Fahrer haben alle ihr Bestes gegeben und dieses Jahr zu einem der fesselndsten der Renngeschichte gemacht. Leider kann es nur einen Champion geben und hier kommt er auch schon, unser neuer Weltmeister der Formel 1. Das war ein spektakulärer Sieg und damit ist die Meisterschaft entschieden. Es war eine phänomenale Saison und den Applaus vom Publikum haben sie sich eindeutig verdient. Sag mir, Stefan, wie konnten Sie diesen Sieg erringen? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Grandioses Rennen und ein beeindruckender Sieg für Ferrari am heutigen Tag. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Carlos Sainz ist meine erste Wahl für dieses Rennen. Er hat eine exzellente Ausdauer gezeigt, die es ihm ermöglicht hat, sich bis ganz nach vorn zu kämpfen. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Ferrari baut den Abstand an der Spitze der Tabelle weiter aus. Und gute Arbeit von Aston Martin an diesem Wochenende. Sie machen einen weiteren Satz nach vorn. Wer vermag schon zu sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister wird? Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren.